So. Gut, Munition kaufen. Waffe können wir leider immer noch nicht kaufen. Aufrüsten können wir jetzt den Alpha-Spalter weiterhin. Mehr Holz. Können wir beides machen. Gut. Noch zweimal aufrüsten, dann ist der Alpha-Spalter fertig. Gefällt mir. Gut. Und Schiff betreten. War, glaube ich, mit der längste Bereich in dem Spiel bisher. Und wir fliegen jetzt nach Yasindu. Im Praxussektor. Kerchu City ist die Hauptstadt des Kerchu-Gebiets. Die Kerchu reagieren extrem feindselig auf jegliches unbefugtes Betreten ihrer Planeten. Solche Übertritte sind jedoch selten, da alle Lebensformen der Galaxie allergisch auf die Kerchu sind. Okay. Im Intergalaktischen, dieser Text ist scheiße geschrieben, weil er total langsam scrollt, Grummelnet-Reiseführer steht Kerchu City noch vor dem Sordum-Gefängnis und dem Schwefelminen von Praxus 6 in der Liste der am wenigsten zu empfehlenden Ferienziele des Universums. Auch zwei goldene Bowls und wir fliegen dort jetzt mal hin. Njom. Das Text scrollt echt extrem kacke. Deswegen lese ich das auch immer so robotermäßig vor. Verdrigis Schwarzes Loch. Was zur Hölle? Ein schwarzes Loch. Oh, wir dürfen wieder fliegen. Freude. Hier werde ich auch versuchen, den goldenen Ball zu kriegen. Ja. Nein, Pirat, nein. Aber was macht er denn schon wieder hier? Was soll das? Warum ist der ständig hinter uns her? Was kommt da auf uns zu? Was war das? Gut, wir dürfen wieder gegen den Piraten anstinken hier mit unserem Schiff. Was ist das denn da? Voll der Komet. Aber geil gemacht. Geil gemacht. Wow, Clank. Sieh nur dieses schwarze Loch. Ich glaube, das ist unser Fluchtweg. Ja, allerdings. Und da wollen wir hin. Warum haben wir immer nur die Wahl zwischen dem sicheren und dem möglichen Tod? Ja. Clank, das hast du gut erfasst. Weil die Piraten hier ständig uns im Weg stehen. So. Wenn die Piraten uns in Ruhe lassen würden, könnten wir einfach hier durchfliegen. Oh Gott, den möchte ich aber haben. Danke. Weil das ist, habe ich schon erwähnt, ne? Unsere Möglichkeit, hier den goldenen Ball zu erreichen. Dafür müssen wir alle treffen. Habe ich aber bestimmt schon erwähnt. Wenn nicht, habe ich es jetzt getan. So. Und die Dinger sind immer so versteckt, dass man sie gerade so treffen kann. Meistens. Wobei der jetzt ging. Gut. Machen wir den jetzt auch kaputt. So. So. Mit dem Fliegen komme ich mittlerweile auch besser klar. Die Flotte kommt von einem entfernten Eismond. So. Das soll wohl Slacks Außenposten werden. Warte, ich möchte ein Abschiedsgeschenk dalassen. Och nö. Was? Da. Oh, hi. Oh Gott. Den möchten wir alle haben. Eigentlich. Ja. Zwischen diesen Minen sind diese Dinger für die goldenen Bolts auch mal gerne versteckt. Da ist er, weil man die so schwer sieht hier. Und da muss man dann besonders auf die achten. Okay. Da ist der andere. Nein, da ist er nicht. Sah aber so aus. So, irgendwo ist der letzte noch versteckt. Deswegen bin ich gerade so ruhig, weil ich gerade nach dem Ausschau halte. Da ist er. Okay, gefunden. Dann geht das ja noch. Müssten immer drei an der Zahl sein. Oder vier? Fünf? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch immer unterschiedlich. Vielleicht habe ich auch schon einen verpasst und ihr habt den gesehen und denkt so, oh nein. Aber dann tut es mir leid. Ja. Cool. Aber ich vermute, hier ist noch einer. Irgendwo. Zwischen diesem Eis hier. Irgendwo wird noch einer sein. Ganz toll versteckt wahrscheinlich. So. Da. Da ist er. Gut. Dann wahrscheinlich noch einer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Da ist bestimmt noch einer drin versteckt. Clank, hüpf auf den Gefechtsturm. Okay, jetzt werden wir mit Clank wahrscheinlich noch ein paar Symbole abschießen dürfen. Ja, das hat sich gelohnt. Okay. Na los, Clank, verschwinden wir. Bin ich jetzt für diese Sequenz auf den Gefechtsturm gesprungen oder kommt jetzt noch mehr? Weil dann war dieser Umschwung auf Clank echt unnötig. Ich vermute ja, dass hier noch irgendwo so ein Ding versteckt ist. Deswegen gucke ich gerade genau. Ich sehe es aber nicht. Also, vielleicht kommt es auch erst noch. Ich vermute mal. Auf jeden Fall geil gemacht mit dem Eisplaneten.
Ah, kommen noch ein paar Gegner mehr. Gut. So. 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 La la la. Warum schießt ihr nicht auf mich? Ihr fliegt mir nur hinterher. Ihr seid komisch. So. Passiert noch was hier? Kommt noch was? Hallo? Kommt noch was? Nicht? Was ist das? Eis. Da drauf sitzt da. Ja, den goldenen Bolt haben wir bekommen. So, und jetzt kommt wieder ein Boss, würde ich sagen. Nachdem die Gegner da besiegt wurden wahrscheinlich. Weil nach jeder Flugsequenz kommt so ein kleiner Piratenboss. Wissen wir ja mittlerweile. Vorm schwarzen Loch würde ich sogar vermuten. Da ist er. Ist er das? Könnte er sein. Oh. Oh Gott. So. Könnte auch nur ein Schiff sein, was uns ärgern will. So. So was auch immer das ist. Ah, das zerstört das ganze Schiff. Auch nicht schlecht. Seine Verteidigung vom Schiff auf einen Punkt zu setzen, ist sehr intelligent. Was? Wieso steht der so schief? Geht mal alle weg, geht alle weg, geht alle weg, geht alle weg. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. So. Nein, Turm, geh weg. Random Türme, die rauskommen, ist nicht nett. So, den möchte ich zerstören. Hallo, bin kaputt. Danke, dann. Aktiviere Protoschild. Protoschild? Oh, Laser, 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 Laser. Nicht gut. Nicht nett, so Laser. Okay, da sehe ich den Schwachpunkt vom Schiff. Schnell. Schnell. Danke. Gott. Aber die Laser schießen noch auf mich. Das ist gemein. Oh Gott. Die wollen uns hinterherfliegen. Oh nein. Ab ins schwarze Loch. Ui. Jetzt geht's hier aber ab. Sieht auf jeden Fall geil aus, wo wir durchfliegen. Oh, die Dinger machen uns übrigens wieder voll. Habe ich das schon mal erwähnt? Nee, ne? Oh Gott. Hallo, Boss. Fatfinger Joe kümmert sich um uns. Okay, machen wir. Machen wir ihm. Also, er macht das. Aber wir fliegen einfach nur im Kreis und er kann uns nicht treffen. Und wir beharren ihn mit Raketen und mit unserem normalen Schuss. Und fliegen immer im Kreis. So trifft er uns nicht. Und den Cursor lassen wir schön in der Mitte rumsausen. Sausen. Stehen. Das wohl eher. Und mit der Taktik trifft er uns wirklich nie. Kann sein, dass er zwischendurch noch irgendwann einen Laser schießt, wenn er genug Energie abgezogen bekommen hat. Aber dann, auch dann ist er kein Problem. Oder sowas kommt. Dann können wir natürlich nicht mehr im Kreis fliegen. Oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott. So. Was ist das? Was ist das für eine Kugel? Kann ich die zerstören? So. Lalalalalalalala, was ist das für eine Kugel? Wieso treffe ich die nicht? Die ist komisch, die Kugel. Oh Gott. Aua, aua, aua. Gut, 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 gut. Oh, 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 oh. So, nicht nett, nicht nett. Der verhindert diese Kreisflieg-Taktik ein bisschen. Da haben sie ein bisschen nachgedacht. Da haben sie wahrscheinlich gemerkt, dass die Bosse, wenn man im Kreis fliegt, die ganze Zeit leicht besiegen kann. Und haben sich dann gedacht, gut, dann bauen wir für später halt einen Boss ein, wo man das nicht kann. Gott. So, so, so. So, oh Gott, warum ich jetzt nach links wollte, ich habe keine Ahnung. Aber er ist jetzt geschafft. Noch einen Raketenwerfer und dann ist gut. So. Ja, lass dich treffen. So. Hätten wir diesen Part mit den Piraten auch geschafft, sogar den Golden Bolt eingeheimst, dann brauche ich das nicht nochmal machen, falls ich noch vorhaben sollte, sie zu holen. Ich weiß es nicht, ich verspreche auch nichts. Cashew City, Planet Yazindu. Sieht ein bisschen aus wie die Erde, muss man sagen. Jetzt nicht mehr. Und wir landen. Piraten greifen Cashew City an. Ratchet, wir müssen den Dimensionator vor Captain Slag erreichen. Okay, die Piraten sind uns gefolgt und greifen Yazindu an. Und das wollen wir natürlich verhindern. Holen uns erstmal... Ah, oh, guck mal, was ich mir kaufen kann. Und Messerclown? Feinde ausstützen und dabei cool aussehen? Kein Problem mit diesem Laserclown fürs Handgelenk. Aber ich möchte den Vermittler kaufen. Und den kaufen wir später. Der braucht ja nicht so viel Munition. Wir rüsten jetzt den Alpha-Spalter mal aufs Maximum auf.
Warum laggt das in diesem Screen immer so? Obwohl meine Framerate stabil bleibt, das Spiel laggt an sich. Das ist komisch. Dann haben wir hier den Pyrospringer. Ich möchte aber die giftigen Schwärme hier nochmal aufwerten. Lohnt sich, glaube ich, bei dem Nanoschwärmer doch ganz gut. So. Hier hätten wir dann den Vermittler. Der Vermittler ist eine tolle Waffe. Ich zeig das mal. Der macht Boom. Ist ein Raketenwerfer, wenn man so will. Mit extra großen Boom-Faktor. Und jetzt werde ich natürlich zurückgehen und mir nochmal Munition für den holen. Wenn ich es kann, werde ich es auch tun. Und wir haben mehr Zeit. Hier wird ja nicht von Piraten angegriffen oder so, der Planet. Pipa-Planet, ja. So, Munition wieder voll und los geht's. Ich werde versuchen, den gleich mal richtig zu zeigen bei großen Gegnern, damit man mal sieht, wie stark der ist. Ja, die Schmelzbomben rüsten wir mal aus und gehen los. Und hoffen, dass ich hier nicht sofort sterbe. Weil sieht ja schon stark nach Action aus hier. So, den hauen wir mal um, den hauen wir um. Die brauchen zum Glück nur einen Schlag. Ist da unten was? Kann man da sterben? Ja, da kann man allerdings sterben. Gut, versuchen wir es. Oh. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Gut, ihr kriegt jetzt alle... Oh Gott, da sind Piraten. Gucken, ob denen das was macht. So. Haha, Trottel. So, ist jetzt runtergefallen der andere. Das ist cool. Was sind das? Sind das die Kerchus? Warum kämpfen die gegeneinander? Sind das Kerchus? Die kenne ich doch schon. Oh Gott, der hält aber viel aus. Immer noch. Ist ja abartig, wie viel die aushaltet. Das ist echt abartig. Nanoschwärmer. Da kommen ja eh Piraten, von daher. Können wir auch einen Nanoschwärmer noch hinstellen? Oh Gott, wie viele seid ihr denn bitte? Hallo? Könntet ihr mal sterben? Moment. Dagegen haben wir doch noch was. Ich habe eh einen Nanoschwärmer geworfen. So. Das macht euch alle kaputt. Auch wenn ich nichts mehr sehe. So. Und hier, glaube ich, erwartet uns eine Menge an Gegner. Würde ich jetzt mal so behaupten. Da vorne kommt schon ohne... Oh Gott. So. Das ist gut. Der Raketenwerfer ist eine Waffe, die visiert den Gegner an und fliegt drauf zu. Und wie ihr seht, machen wir so einen Piraten mit einem Schussblatt. Auch mit Schild. Zumindest wenn er direkt trifft. Pirscher. Ich finde es komisch, dass die nur auf die Plasmabestien reagieren. Ein bisschen schade. Nur da sagen sie, Vorsicht, er hat eine Horde von Plasmabestien. Warum sie auf die anderen Waffen nicht reagieren, finde ich ein bisschen doof. Aber wenigstens etwas, woran sie gedacht haben. So, wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich da hoch? Komme ich da hoch mit dem tollen, coolen Sprung, den ich mal gelernt habe? Den hier? Tatsächlich. Sehr gut. Und wir haben noch was gefunden, wovon ich nicht wusste, was das letzte Mal ist. Und krieg wieder nicht gesagt, was es ist. Was ist denn das? Mein Gott. Ich möchte wissen, was das ist. Was sammle ich hier ein, verdammt? Schon das zweite, vielleicht sogar das dritte. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ein paar Bestien werfen. Ein Pirscher. So. Da hoch, nicht hier rumhängen. So, gut. Schmelzbombe. Ach, du lebst immer noch. Dann kriegst du jetzt mal einen auf den Kopf. So, und noch einen. Gut. Und da ist ein Vieh, was mir nicht gefallen will. Ach, das haben die Piraten jetzt erledigt. Das finde ich nett. Öffnen ein paar Bestien. Die waren so überstark am Anfang. Jetzt seht ihr, dass die Waffen so stark sein müssen teilweise, weil ich jetzt sonst arge Probleme hätte. Hallo. Na, geh weg. Geh doch weg. Tanz mal eine Runde. Ich brauche erstmal Ruhe. So. Oh Gott. Ach, schön. Ach, wie viel der aushält. So. Disco Inferno. Ja, das war sogar ein Zielpunkt. Wie cool ist das denn bitte? Weil die Disco-Kugel aktiv war und ich den Pyro-Brenner hier benutzt habe, gab es einen Zielpunkt.